Oh nein, aber ich habe keinen Bock auf die Schleimviecher. Die kommen aber leider. Ja. Kannst leider. Du nichts dran ändern und ich auch nicht. Ich habe keine Eicheln mehr, verdammt. Ich will mehr Bäume pflanzen. Hier hinten, wo ich Bäume gepflanzt habe, stehen einige jetzt. So sicher nichts dagegen, wenn ich das Schild abreiße, oder? Ach, die Schilder müssen da stehen bleiben. Schilder sind ganz wichtig. Okay. Nee, mach weg. Können wir ja danach irgendwo anders hinstellen. Können ja dann draufschreiben, fuck off Zombie oder sowas. Genau. Fuck off Zombie, geh weg! Das werden wir, glaube ich, noch oft genug hier schreien. Wobei, irgendwann sind Zombies kein Problem mehr, hoffe ich zumindest. Ja, stimmt, nee, das stimmt. Also irgendwann sind die einfach nur nervig. So wie die Schleime momentan. Genau, so wie die momentan kein Damage machen, einfach nur nerven. Wobei, noch können Schleime einen ja umbringen. Ja, die machen auf Dauer schon Damage, aber nachher. Wenn die dir ein HP ziehen, du hast 400. Ja, okay, das ist ein Argument. Bringen Pilze aber auch nichts mehr. Muss man dann die Heiltränke benutzen. Genau, und die bringen 100 bis 200 Life. Wow. Wie gut, dass man gleich nicht mehr vom Spawnpunkt aus zu unserem Haus kommen kann, weil ich so hoch baue. Ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft. Ja, wir brauchen dann eine Eingangstür vorne, ne? Ja, ja, aber... Ach ne, Quatsch, der Spawnpunkt liegt doch auch ziemlich hoch, oder? Ja, ich glaube. Bauen wir uns bis zum Spawnpunkt. Ja, genau. Ja, übertreib's noch. Wie viele Jahre wollen wir da dran bauen? Wir haben noch Zeit. Ja, wir haben Zeit, so 3 Jahre, ja. Ja, das ist ein langes Let's Play. Ich glaube, da reicht gerade mal so mein Speicher für. Part 13.337. Heute sind wir fertig. Unser Haus ist endlich Übermorgen fertig. Geht die Welt unter. Ich baue mal hier die Wand hoch. Reicht das schon von der Breite? Nein. Ja, ich mach mal hier so ein bisschen kleinere Räume, oder? So, und der. Sind noch Dirt Blocks? Kann ich ab hier? Da ist Dirt Blocks. Kann ich hier gerade eine Wand hochbauen? Das wird ein bisschen eng, oder? Ja, da haben wir halt hier ein paar kleine Räume vorne. Außerdem dran. Brauchen wir da eine Tür. Wie willst du denn da durchkommen? Das hier ist nur zum Hochbauen. Weil wir hier theoretisch auch einen Balkon machen könnten. Also wir, Stimmt. Wir können hier. Gedacht. Wir können für den ersten Stock dann hier so eine Tür machen. Weil wir können ja hier so eine Übergangsschleuse machen, mehr oder weniger. Also dass man. Nee, aber ich baue hier ja noch weiter hoch. Ja klar, dass das dann nebendran hier das zweite Haus kommt, aber hier zwischendrin, warte, ich mach mal schnell die Tür. Aber hier zwischendrin ist nur die eine Ebene. Und unser Guide kriegt da oben seinen Balkon. Okay. Der kann sich dann Keks freuen. Yay. So, ich mach meine Tür. Tür, 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 Tür. Her damit. Dahin. Komm schon. Ach, so, okay. Ich muss direkt über den Boden klicken. Das war mir gerade nicht klar. Und ich kann mir gleich noch eine Tür machen. Für unseren Guide. Eigentlich brauche ich ja nicht mal so tief zu bauen. Das reicht ja, wenn ich eine Brücke baue. Kann ja unten frei bleiben. Jo, müsste eigentlich reichen. Stimmt. Wieso war ich jetzt so blöd? Dreckbrücke. Mach doch aus Holz. Am besten aus Holzplattform. Ja, die kommt ja drüber. Ja klar, aber das mit dem Dreck sieht doch dann blöd aus, wenn du drunter hast. Den machen wir danach wieder weg, oder? Jo. Wenn du Bock hast. Ich mache hier übrigens nochmal so ein bisschen Holz hin als Geländer, sodass der hier nicht abstürzt. Wenn wir schon so breit hier bauen, dann können wir, glaube ich, hier nur 2 Etagen machen. Ja, wird schon passen. So viel Holz haben wir nicht. Ja, wir haben bald da unten drunter unser Kellergewölbe dann, das oder? Sieht blöd aus, wenn die hier schwebt, das Haus, der Boden. Mhm. Ja, wir können ja beim Boden dann so einen Steinhintergrund machen oder das dann als Keller machen oder so. Stimmt. Keine Ahnung. Ja, da unten können wir dann runter. Mhm. Zweite Mine oder so. Weil ich mir gerade überlege, wir könnten theoretisch doch auch hier mal einen Grey Brick. Claypot, Red Brick, Dirty Wall, Stonewall. Ich mache mal ein bisschen Stonewall. Unsere Lobby wird quasi Steine als Hintergrund bekommen. So ein bisschen Abwechslung muss ja sein, ne? Jo. Dann haben wir noch Ziegelblöcke hier aus Clay. Wow.
Das machst du aber fein. Ja, sicher das. Ich bin geborener Innenarchitekt, das will ich mal studieren. Ach so. Innenarchitekt in Computerspielen, das mache ich. Meine Bewerbung schreibe ich dann, ich habe schon etliche Häuser in Minecraft und Terraria gebaut. Unter anderem für Gronkh und so. wenn das stimmen würde. Ich glaube, da baut er die lieber selber. So. Ich glaube, ich mache den Soulsing da mal weg. Unser Guide muss ich da gerade mit einem Schleim rumschlagen, aber das ist mir egal. Hast du mal zufällig eine Tür in deiner Tasche? Eine Frage am Rande, sollen wir diese Brücke hier wirklich überdacht machen? Wieso? Das soll keine Brücke sein, das soll noch weiter Haus sein. Wir bauen ja noch hin. Warte, wie kommt man denn da hoch? Ja. Über eine Dingens. Und unser Guide rennt da gerade rum. Das ist sein Balkon. Ein ziemlich sehr großer Balkon. Ja. Hier vorne fehlt definitiv die Tür. Ja, ja. Ich mach grad einen. Aber ich glaube, wir müssen gleich wieder in die Mine, weil es wird Nacht und so. Ja, aber solange wir bauen können, sollten wir das machen. Ich meine, so viele Schleimviecher laufen hier nicht rum. Ja. Jetzt noch eine Etage. Was hier hast du denn da? Oder was ist denn da für Stein drunter? Den habe ich einfach gemacht, weil ich keine Dirtblöcke mehr hatte. Macht aber nichts. Also irgendwie gefällt der mir persönlich jetzt nicht sonderlich. Nee, das war auch nur so improvisiert. Wir müssen hier unten dann sowieso irgendwelche Stützen drunter machen. Ich finde, die Dreckblöcke sehen sowieso total schlecht aus. Kann man gleich alle wegkloppen. Sieht irgendwie blöd aus, wenn wir hier so zwei lange Flure haben. Wir können das theoretisch auch so einen Riesenraum draus machen. Können wir drüber hauen. Ah, wie gut, dass ich kein Holz mehr habe. Ich fülle hier unten einfach alles mit Dreck auf. Das sieht 10-mal besser aus. Pass auf das. Ja, wohl. Ich mach lieber die Tür zu. Dreck. Ich gehe schon mal wieder zurück in die Mine. Sterben oder so. Ja, sterben ist eine tolle Beschäftigung. Das mache ich auch immer gerne. Ja, ja. Jeden Tag mal so ein bisschen sterben. Genau. Kann ja nicht schaden. Du sagst das. Du gehst weg. Und da kommen Blöcke hinein. Hinein. Mann, wieso wachsen keine Bäume hier unter der Erde? Das wäre praktisch. Äußerst. Aber das hier ist immer ein guter Weg, um Dreck zu verschwenden. Oh nein, kein Wurm. Haha. Ja, Würmer sind bitter, ey. Egal, die haben ja nicht total wenig Leben. So heftig sind die nicht zu zerstören. Ah, theoretisch. Kriegt die erstmal. Ja, kriegt man fix. Wenn sie einmal gekriegt hat, dann kriegen die ja schon übelst viel Schaden. Stimmt, weil die so lang sind. Eben. Man trifft die ja mindestens 5-mal, wenn man die einmal getroffen hat. Sollen wir mal das ganze Clay hier unten abbauen, wo du den Tunnel zuletzt gegraben hast? Dann können wir ganz viele Ziegelsteine machen. Ja, das wäre ganz cool. Dann müssten wir nicht nur Häuser aus Holz bauen, sondern können vielleicht auch mal was Interessantes draus machen. Das hier auffüllen ist nur echt nicht die allerbeste Arbeit. Wieso? Weil langweilig und so. Ganze Zeit so ein Mega-Batzen Clay abholzen hier ist auch nicht gerade so toll. Ja, aber deinen Bildschirm sieht man nicht in der Aufnahme. Ja. Ist doch ein Argument, oder? Ja. von wo kommen die Zombies her? Hast du zufällig die Tür offen gelassen? Nein, eigentlich nicht. Beziehungsweise ich habe keine Ahnung, ob ich die Tür offen hier gelassen. Kommt einer nach dem anderen. Die können da eigentlich gar nicht reinkommen. Wie gut, dass ich nur ein Herz hatte. Ja, da hast du allerdings recht, das ist sehr praktisch, nur mit einem Herz rumzulaufen. Du hast auch gerade mal 30 Leben. Ja, aber ich kämpfe nicht gegen Zombies in der Mine. Das war auch nicht geplant. Das kann ich mir auch vorstellen. So, Dreckstack Nummer 1 weg. Ich hab nur noch 15 Dreck. Das reimt sich.
Hallo. Hi. Ich brauche mehr Dreck, gib mir Dreck. Ich hab keinen Dreck, doch zwei. Ich glaube zwei bringen dich nicht weiter, oder? Ich glaube nicht, nee. Hier oben ist einer, hast du ganze drei. Ja, den füllen wir hier unten irgendwann. Doch, die Tür ist offen. Ja, aber da kommen doch 300 Zombies rein, oder? Doch. Wenn die hier in unserem Foyer des Todes spawnen. Jetzt können sie nicht mehr im Foyer des Todes spawnen. So, ein Kopper. Obwohl, ne, nicht Kopper. Haben wir noch ein paar Fackeln. Guck mal her, die Fackeln. Ich mach mal ganz viele Ziegelsteine. 42 Fackeln. Ups, da wollte ich keine hinhauen. Hammer! Geh kaputt, Fackel! Da oben hüpft so ein Schleim rum auf dem Balkon von unserem Guide. Ich mach hier unten mal... Oh, und da ist noch ein Zombie. Fackeln in unseren... ja, wir müssen hier irgendwelche Tische mit Kerzen drauf hinstellen in unseren Flur. Was bringt das? Keine Ahnung, dass die Fackeln nicht auf dem Boden stehen, das würde total schäbig aussehen. Fackeln kann man da, glaube ich, gar nicht auf dem Boden placen. Doch. Kann man. Aber es sieht total schlecht aus in einem Holzflur, finde ich. So wie in Minecraft. Hm? Oh, hier wachsen schon die ersten Lianen. Das ist nicht gut. Es wird nachher ja alles dunkel. Was wird alles dunkel? Wenn hier solche komischen Lianen wachsen. Hier wuchert schon alles. Das ist nicht gut, wenn hier alles wuchert. Ja. Ich fall gerade ganz runter, aber ich sterbe nicht. Schade. Ich tu mal alle Lianen hier oben abholzen. Ja, das bringt eh auf Dauer nicht, die werden eh nachwachsen. Egal, weg mit euch. Bist wir so müssen sauber. Die Schätze des Bodens finden. Stirb, blauer Schleim! Hier ist ein Wurm, verdammt. Ja, leider haben wir schon gar nicht. Da ist der Wurm drin! Wir brauchen irgendwas zum Entdecken, hier so eine neue leere Höhle. Ja. Oder am besten wir haben ja erst mal hier ein bisschen... Ja, da hast du allerdings recht. Vorsicht, Zombie. Wow. Da haben wir ja gerade einen tollen Platz. Klein. Oh. Oh. Ja, so viel zum Thema leere Höhle. Ja. Nee, da war eine Vase, glaube ich. Stimmt, da ist eine Vase. Nein! Jetzt bin ich tot und du kriegst die Vase! Wurm, töte ihn! Los! Bevor er die Vase zerstört! Töte ihn! Weg, ja. Nee, ich kann auch eh kein Leben holen. Ich bin hier unten irgendwo, wo ich nicht weiß, was ich machen kann. Ich hab keine Pilze mehr. Doch, ich hab Pilze. Ich hab auch Pilze, aber ich war zu dumm, sie zu benutzen. Ja, das dauert voll lange, bis man die wieder benutzen kann. Ah, ich hab versehentlich. Ich setze hier versehentlich immer Items. Weil ich noch nicht so ganz mit der Steuerung vertraut bin. Bin doch zu sehr an Minecraft gewöhnt. Auch wenn ich das jetzt nicht so extrem gespielt habe. In der Vase war gar nichts drinnen. Das ist bitter. Ja, leere Höhle. Du bist tot. Ich hol mir dein Geld. Danke für den Hinweis. Gern geschehen. Bin mir sicher, dir ist das nicht aufgefallen mit dem Tod. Ja. Hab übrigens mal für dich den roten Schleim zerstört. So, was geht's hier denn weiter? Hast du irgendwelches Eisenzeug? Silber! Silber? Hast du gefunden? Ja, Silber, ganz viel. Nee, ich hab nix, ich hab alles in die Truhe da abgelegt, weil du da auch dein Silber abgelegt hast. Ah. Da fängt gerade eine neue Musik an, ist das jetzt wieder Tag? Nee, ist Nacht. Vielleicht wird's gefährlich. Weil das ist eine besondere Musik irgendwie. Vielleicht hast du irgendwas gefunden. Stirb, roter Schleim. Nee, die Musik ist komisch. Ja, ich hab Musik aus. Mach sie an. Ich kann's nicht oft genug erwähnen. Hör dir den komischen Track an. Doch, es hier ist muss immer noch Nacht. Sein. Ja. Also gerade war's richtig dunkel. Hä, hey, aber wieso spawnen dann hier Schleimviecher oder so? Nicht von vorhin. Das ist ja eine komische Musik. Bedeutet das, dass das ein Boss ist?